Hallo Freunde, hallo lieber Manuel, schöne Grüße nach Berlin. Fabian, ich freue mich, dich mal wiederzusehen. Jetzt ja in diesem Zeitalter mehr noch als denn als vorher über Videokonferenz. Ja, wir sind ja hier Corona-konform unterwegs. Konferenz mit maximal 2 Leuten und nicht mal persönlich, also uns kann niemand was vorwerfen. Computer steht 1,5 Meter entfernt, also alles safe. Alles safe, perfekt. Du bist Börsenexperte Nummer 1 in meinem Netzwerk. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Wir machen jetzt hier ein Video, ja, zu dem Thema aktuelle Börsen. Was geht denn eigentlich ab? Also ich beschäftige mich überwiegend mit Immobilien, habe es aber natürlich mitbekommen, dass die Börsen im Keller sind. Ich war sogar short. Im Dezember bin ich short eingestiegen oder seit Oktober war ich short. Bis Dezember war ich immer noch short und jetzt bis vor kurzem tatsächlich immer noch mit so einer hohen Position, aber nicht mehr wie im Dezember. Und jetzt bin ich aber viel zu früh ausgestiegen natürlich. Ich bin ja kein Profi. Ich bin also ein bisschen im Plus war, bin ich raus, weil es die ganze Zeit gegen mich lief. Und habe ich gedacht, hey, ich zisch lieber raus aus dieser Position, bevor ich einen Verlust mache. Ja? Aber natürlich wäre es jetzt natürlich schlau gewesen, drin zu bleiben. Deswegen ist Börsen ist noch nicht so mein Metier. Die Börsen sind jetzt komplett im Keller. Wann ist der richtige Zeitpunkt einzusteigen? Ja, also die Ein- und Ausstiegspunkte, das ist natürlich immer das Wichtige und das, wo man dann das Geld auch mit verdienen kann. Wir haben gesehen, dass die Börsen jetzt gut ein Drittel verloren hat, so über den Daumen gerechnet in den USA und auch in Deutschland. Also nur mal zurückgerechnet, vor 5 Wochen war der DAX fast bei 14.000 Punkten, der war auf Rekordhoch, also Allzeithöchststand. Und 5 Wochen später stehen wir jetzt da und der ist unter 9.000 Punkten. Und das Gleiche beim Dow, der war schon fast bei 30.000 und ist jetzt unter 19.000 Punkten. Also wir sehen, wie schnell dieser Abverkauf ging. Und das war eigentlich in der Börsengeschichte fast der schnellste Abverkauf, den wir je gesehen haben. Es war aber nicht die allergrößte Krise. Die Dotcom-Krise, die war noch ein bisschen stärker. Da ging es fast runter bis auf 70% bei manchen Titeln. Die letzte Finanzkrise, da haben wir nur ein bisschen über 20% verloren. Da sind wir deutlich schon stärker. Und die Frage ist ja, wie weit geht es noch runter? Ich glaube, dass wir die Bodenbildung noch nicht erreicht haben. Einige sagen ja schon, naja, der DAX hat sich wieder gefangen. Ich glaube, da kommen noch so viele schlechte Nachrichten, gerade aus den USA, gerade vielleicht noch aus Südamerika, aus Asien, dass wir da noch deutliche Kursverluste sehen können. Also wann ist der richtige Zeitpunkt einzusteigen? Ich glaube, jetzt ist er noch nicht, wenn man jetzt in Aktien reingehen möchte. Was man aber Strategie machen könnte, wäre schon mal ein wenig einzusteigen. Also sein Geld in Tranchen aufzuteilen und jetzt vielleicht schon mal von dem Geld, das man auf der Seite hat, die ersten 10% nehmen und in gewisse Aktien investieren. Also würdest du dann empfehlen, vielleicht so einen Sparplan einzuleiten, also jeden Monat 10% von dem Investmentvolumen in ein paar Aktien rein, immer im gleichen Verhältnis, jetzt jeden Monat oder quartalsweise, weil manche sprechen ja schon davon, dass die Corona-Krise 2 Jahre geht. Wenn man jetzt 10% jeden Monat reinzahlt, dann ist man nach einem Jahr schon am Ende, aber vielleicht geht es ja nächstes Jahr noch tiefer als jetzt, wer weiß. Ich glaube, wir sollten gar nicht in so langfristigen Abschnitten denken, um einzusteigen. Ich glaube, das Einsteigen geht jetzt dann eher doch schneller in den nächsten 2, 3 Monaten, weil wir jetzt die Abverkäufe noch stärker sehen werden und dann wird sich das sicher ein bisschen fangen. Wir sehen auch die Notenbanken, die Geld reinpumpen, aber das bringt momentan eigentlich gar nichts, obwohl es Billionen sind, also noch nie dagewesene Kaufprogramme und Stützungsmechanismen. Und in den USA überlegt man ja mit dem Helikoptergeld, also der Staat lässt Geld vom Himmel regnen. Donald Trump will jeden Amerikaner 1.000, 1.200 Dollar per Scheck einfach mal nach Hause schicken, für Kinder gibt es noch 100 Dollar obendrauf. Also die Maßnahmen jetzt müssen eigentlich weniger von den Notenbanken kommen, weil das verpufft gerade irgendwie im Markt, sondern die staatlichen Hilfen, die sind, glaube ich, noch viel wichtiger. Also den Unternehmen selbst muss geholfen werden. Aber du hast auch gefragt, sollte man so einen Sparplan eingehen? Ich habe das Gefühl, so lange Zeit war ein ETF-Sparplan irgendwie so eine Modeerscheinung und das war so der Trend und jeder musste das haben. Momentan wäre ich auch da vorsichtig, denn die gehen ja auch hoch und runter mit den Kursen. Also mein Gefühl und was ich empfehlen würde, ist, sucht euch ein paar Aktien raus, an die ihr glaubt. An ein paar Unternehmen, die in die Zukunft gewandt sind, die es auch noch nach der Krise geben wird, die ein Geschäftsmodell haben, was krisensicher in Anführungsstrichen ist. Und in diese Unternehmen, die jetzt natürlich auch erstmal verloren haben, aber in die würde ich investieren und in die würde ich auch meine Zukunftsvision setzen. Und ETFs würdest du nicht empfehlen, zum Beispiel DAX ETF oder so?
es prallen jetzt so ein paar Glaubenssätze aufeinander. Die einen Experten, die sehr, sage ich mal, konform mit allem sind und sagen, der Aktienmarkt, den wird es immer geben, wir sehen keinen riesen Crash des Finanzsystems. Und dann sind da, die so ein bisschen in die Verschwörungstheorie-Ecke gehen und die sagen, wir sehen das Finanzsystem kollabieren, in ein paar Jahren wird es den Euro nicht mehr geben, geht in Sachwerte rein. Und wenn wir diese Welten so sehen, würde ich sagen, die Wahrheit liegt wie bei den meisten Sachen irgendwo so in der Mitte. Und deswegen würde ich persönlich sagen, ich würde jetzt nicht in einen ETF investieren, ich würde mehr in Aktien investieren. Weil der ETF unter Umständen weg sein kann, wenn die Bank komplett weg ist, oder? Ja, da sind so viele Risiken und dann hängt man da drin und man hat ja auch, also wenn man eine Aktie kauft, kannst du die ja verkaufen oder halten oder nachkaufen. Und in diesem ETF, da fühle ich mich so ein bisschen eingeengter und du kannst ja jetzt auch nicht, du kannst bei dir den ETF aussuchen, aber was der letztendlich dann genau macht und wie er fällt und wie er steigt, das hast du da noch einen Tick weniger in der Hand als bei einer Aktie, die du ja einfach so selber von heute auf morgen mal verkaufen kannst. Okay, ja. Bei einem ETF, habe ich gehört, gibt es auch verschiedene ETFs, die zum Beispiel die Manager kaufen 1:1 das nach, was im DAX drin ist, bei einem DAX-ETF. Aber es gibt auch DAX-ETFs, die bilden nur den DAX nach, aber letztendlich kaufen die gar keine DAX-Werte mit dem Geld, die machen irgendwas anderes damit. Und was die genau da machen, das weiß man so gar nicht so richtig. Ist da was dran? Ja, ich weiß jetzt nicht genau, welchen ETF du ganz genau meinst, aber es sind ja Finanzprodukte, und da steht schon das Wort Produkt da drin, sind ja künstlich konstruierte Dinge, die sich eine Bank zum Beispiel oder ein Broker oder wer auch immer sich ausdenkt und dann herausgibt, in der Hoffnung, selber auch damit Geld zu verdienen. Mhm. Und so ein ETF, der kann den DAX zum Beispiel 1:1 nachbilden, also dann hast du, wie der DAX von den 30 Unternehmen gewichtet ist, ist der ETF auch gewichtet. Also wenn der DAX verliert, verliert auch der ETF. Wenn er steigt, was in den letzten Jahren ganz ordentlich war, also gerade im letzten Jahr hatten wir eine ordentliche Steigerung beim DAX, dann gewinnt der natürlich auch. Ich denke mal, es ist eine Sache, gerade bei den Deutschen, die setzen sich nicht so gerne mit Finanzthemen auseinander. Die beschäftigen sich nicht so mit den einzelnen Unternehmen und die denken, naja, da habe ich einen Aktienfonds oder einen ETF, und ich zahle da jeden Monat, sagen wir mal, 50 Euro rein und dann ist gut. Und dann mache ich was für meine Altersvorsorge oder spare was an. Das ist aber der einfache Weg. Und wir sehen auch, dass in Deutschland zwar die Besitzer von Aktien zunehmen, aber vor allen Dingen, weil die Leute in Aktienfonds investieren und nicht in Einzeltitel. Also mein Rat wäre immer, setzt euch mit den Aktien einfach auseinander, mit der Wirtschaft, mit den Unternehmen und macht euch euer eigenes Bild und investiert vielleicht nicht ganz so stark in diese Fonds, die dann für euch alles in die Hand nehmen. Also Einzelaktien, ganz klare Handlungsanweisung hier von dir. Und du hast ja 2008 in der Krise sicherlich auch schon gesehen, was der ein oder andere gemacht hat, wer vielleicht gut weggekommen ist und wer vielleicht schlecht weggekommen ist. Gab es da irgendwie ein Muster, welches du erkannt hast, wo du gesagt hast, hey, die Gruppe oder diese Handlungsweisen waren die Schlausen in der Krise oder das waren richtig doofe Handlungsweisen? Gab es da vielleicht so ein Muster, das man erkennt, das man jetzt vielleicht wieder anwenden könnte, um richtig gut rauszukommen aus dem ganzen Thema? Ich glaube, damals in der Finanzkrise waren ja vor allem die Banken auch angeschlagen. Also ich erinnere nur mal, die Commerzbank wurde ja teilverstaatlicht. In den USA musste ordentlich Geld reingebuttert werden, aber die US-Banken sind da ganz gut durchgekommen, weil die ganz viele Schrottpapiere abgeworfen haben, sich von dem ganzen Ballast frühzeitig entsorgt haben. Und in Deutschland, und das sehen wir ja bis heute bei der Deutschen Bank, die ja zeitweise sogar schon unter 5 Euro die Aktie war, die deutschen Banken, die haben da Nachholbedarf gehabt, die haben das nie so angepackt und deswegen sind da bis heute Probleme. Und ich glaube, die sind schon wieder in einer Problemlage in der Krise und haben gar nicht so sehr aus der Finanzkrise gelernt. Aber was ein gutes Unternehmen aus. Also ich glaube einfach auch eine solide Haushaltung, also erstmal ein gutes Produkt. Da geht schon los, ist das Produkt zukunftsfähig? Wie sehen die Finanzen aus und wie sehen die Finanzen auch so unter der Decke aus? Also es nochmal sagen, es hat gehakt gerade. Ja, also wie ist die finanzielle Lage generell? Hat man finanzielle Reserven auf der Seite, wie ist die Aktie an sich bewertet, wie ist, und das wird immer an der Börse gehandelt, die Zukunft. Also wie sind die Zukunftschancen dieser Branche und des Unternehmens dann, und daraus kann man dann einige Sachen für sich ableiten. Und da gibt es natürlich Unternehmen,
und ich habe mich jetzt nicht im Einzelnen mit allen DAX-Unternehmen beschäftigt, mhm. welche finanziell auf der guten, in Anführungszeichen, Linie sind und welche Probleme haben. Aber wir sehen ganz klar, dass einige Unternehmen vielleicht so in der Zukunft auch nicht mehr arbeiten werden, sich verändern müssen und in eine gewisse Schieflage geraten. Und ich glaube, wir werden jetzt eh in den nächsten Monaten sehen, dass sehr viele Unternehmen sich verändern, vielleicht sogar pleite gehen, viele Leute entlassen werden. Also ich glaube, durch diese Probleme müssen wir erstmal durchgehen und dann kann man vielleicht auch wieder die Unternehmen neu bewerten. Und da wird es sicher Gewinner geben. Wir sehen Amazon, die haben schon 100.000, die suchen 100.000 neue Mitarbeiter, weil jetzt alle online bestellen gerade. Und dann gibt es sicher andere Unternehmen, die gerade so ums Überleben kämpfen. Also Amazon kaufen, bevor die Quartalszahlen rauskommen. Ich gebe ja keine Kauftipps, aber Amazon, würde ich sagen, hat jetzt erstmal für die Zukunft ganz gute Chancen. Und wie ist es mit Rohstoffen, also Öl zum Beispiel, ist ja auch komplett im Keller. Wenn ich jetzt Öl kaufe an der Börse, dann kaufe ich doch kein Öl mehr irgendwo ein, das irgendwo im Tresor liegt. Wie läuft das denn? Ja, auch da kannst du über verschiedene Produkte dran teilhaben. Also du kaufst ja jetzt kein Fass Öl, was dir nach Hause gestellt wird. Ja. Das ist aber auch so eine Sache, also der Ölpreis ist jetzt auch gerade runtergegangen, dann gab es diese ganzen politischen Probleme und dann ist der Ölpreis ja gerade so gefallen. Wenn man sich die verschiedenen Anlageklassen mal anschaut, also Öl ist dramatisch gefallen, ich glaube 60% oder so. Am wenigsten gefallen ist dann noch der Goldpreis, wobei man auch nicht sagen kann, dass Gold der Safe Haven ist, denn dann hätten alle Leute da ja irgendwie reinstürmen müssen und der Goldpreis hätte, weiß ich, 3, 4, 5, 10% nach oben gehen müssen. Das war auch nicht der Fall. Ja. Im Prinzip haben alle Anlageklassen momentan verloren. Auch der Bitcoin, wo man auch gesagt hat, das könnte auch so eine Art Krisenwährung werden. Wenn alles andere versagt, das Finanzsystem versagt, dann geht man eben in Bitcoin rein. Auch der Bitcoin hat verloren. Da würde ich aber noch Chancen sehen, dass wir jetzt so ein Tal gesehen haben, weil viele institutionelle Anleger, also wirklich große Vermögensverwaltungen, die viel Geld investiert haben, die sind, glaube ich, aus Sicherheitsgründen, weil sie das Geld auch an anderer Stelle brauchten, aus dem Bitcoin rausgegangen. Mhm. Und Privatanleger sind da auch erstmal rausgegangen. Aber jetzt kommen gerade wieder so Privatanleger in den Bitcoin. Und da würde ich auch eine Chance für die Zukunft wiedersehen. Und Bitcoin finde ich interessant, ist aber, das muss man immer dazu sagen, wie Roulette spielen, weil der Bitcoin war auch in den letzten Jahren, wir erinnern uns mal an die Höchststände noch vor 2 Jahren knapp, und jetzt oder dann danach deutlich runtergegangen. Jetzt sind wir gerade wieder ein bisschen höher, aber Bitcoin ist eben ein wirklich risikoreiches Investment. Ja, bin ich auf jeden Fall bei dir. Und ich glaube, die Assetklassen sind alle gleichzeitig gefallen, weil einfach auf einmal Liquidität gefehlt hat. Und daher haben alle alles verkauft, was da war. Was auch ein richtig, richtig, richtig wertvoller Tipp wäre, den aber wahrscheinlich niemand weiß, aber ich frage jetzt trotzdem mal. Wann steigt Warren Buffett ein und wo? Ja, wenn das ja veröffentlicht wird, ist es schon zu spät. Regelmäßig seine Investments bekannt, dann ist es ja wieder schon zu spät. Mhm. Aber er hat ja immer mal wieder auch was Überraschendes gemacht und lange war er ja nicht so in Tech-Werten, dann ist er irgendwann mal auch in Apple reingegangen und so. Ich war ja vor 2 Jahren bei ihm in der Hauptversammlung in Omaha, da kommen 40.000 Leute aus der ganzen Welt, dann wird er gemacht, weil die noch vor der Tür stehen, anstehen. Also wir waren morgens um 6 da und haben ganz oben gesessen, nur mal um zu so eine Dimension zu geben, okay, wie man da früh da sein muss, um da auch ein Plätzchen zu kriegen. Und dann sitzen da 2 ältere Herren, Warren Buffett und Charlie Munger, und erzählen aus dem letzten Jahr, beide über 90 und alle Leute sind mucksmäuschenstill, weil die einfach da zuhören und interessiert wirklich mitschreiben, was die da sagen. Natürlich, okay. Warren Buffett, wenn er gefragt wird, was machen Sie denn den ganzen Tag, sagt er ja, ich lese Zeitung. Weil der informiert sich, der liest ganz viel und irgendwann nach 3 Monaten sieht er was, was ihn anspricht und dann investiert er da drin. Okay, interessantes Auftreten und hat sich gelohnt, oder? Dahin zu fahren mal. Es war super, das alles zu sehen. Trotzdem, ich glaube, heutzutage kann man ja auch alles über einen Livestream sehen. Ja, also totales Happening und drumherum sind viele Veranstaltungen. Es war super, und ihn auch mal da live zu sehen. Ich hatte ihn ja vorher mal auf dem Parkett an der New Yorker Börse gesehen. 2011 war das, glaube ich, oder 2012. Mhm. Er hat 3 Stunden so nur auf dem Parkett ganz alleine rumgelaufen. Da war er ja auch schon weit über 80. Also ihn da aber nochmal in dieser riesigen Halle zu sehen und wie so Groupies um ihn herum, die ganzen Leute, das war schon spannend.
Okay, alles klar. Dann, lieber Manuel, bedanke ich mich für die Einblicke hier in die Aktienwelt. Und ihr, liebe Zuschauer, ihr könnt euch ja mal ein Bild machen von dem Ganzen, was jetzt hier mitgeteilt wurde, und euch überlegen, ob ihr in Aktien investiert oder nicht. Ich überlege es mir nochmal. Bin mir nicht so ganz sicher. Nach meiner Short-Erfahrung, da habe ich mich doch mehr aufgeregt als profitiert. Aber es ist ja immer die Frage, wann du verkaufst und die Nerven behalten. Und ja, da kommen natürlich so gewisse Ängste des Verlusts mit hoch. Ja. Und das ist immer schwierig. Schwieriges Thema, ja. Man braucht halt ordentlich Spielgeld. Alles klar. Dann bedanke ich mich bei dir, Manuel. Wünsche dir alles Gute und bleib gesund. Sehr gerne, ihr auch. Danke dir, Fabian. Alles Gute. Schönen Abend. Ciao. Ciao.